Hallo, schön, dass du bei diesem Video wieder mit dabei bist. Bei mir hat das Needful Things Wanderpaket halt gemacht. Ich freue mich so sehr darüber. Der Name ist Programm, es enthält ausschließlich Dinge, die man so wirklich gut gebrauchen kann. Ich bin mega gespannt, was da diesmal alles so drin ist. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Yvonne und du bist bei Himbeere Lies gelandet. Ja, das Needful Things Wanderpaket, ich freue mich sehr. Ich liebe das Paket, ich liebe die Gruppe so sehr. Der Austausch ist fantastisch über WhatsApp. Es macht einfach mega viel Spaß. Es ist eine festgelegte Gruppe, in der das Paket immer wieder rotiert. Im Moment ist es recht fix unterwegs, aber das ist toll. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn das Paket wieder bei mir Halt macht. Ja, ich habe auch diesmal jetzt Sophies Video nicht geschaut. Die ist vor mir dran. Meistens schaue ich vorher nach und drücke die Daumen, dass sie die Sachen drin lässt, die mir gut gefallen. Diesmal habe ich mich jetzt nicht spoilern lassen. Ich werde es also erst danach gucken. Ich habe hier schon alles so hingelegt. Es sind auch so ein paar lose Sachen dabei. Also ich konnte schon ein bisschen spicken. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Also wirklich, grüner Tee ist eindeutig ein Needful Thing. 250 Gramm, das ist eine Riesenpackung. Mein Teeregal ist aber einfach noch sehr gut gefüllt, deswegen kann ich das nicht gebrauchen. Aber ich bin mir sicher, irgendjemand freut sich da riesig drüber. Aus der My Little Box kommt diese kleine Verpackung hier mit einer wunderschönen kleinen Kerze. Die ist ja echt cute, oder? Sehr, sehr, sehr süß. Dann haben wir ein Puzzle hier drin. Also, wer ist ein Puzzle-Fan? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich mag Puzzeln auch schon wirklich gerne, aber nicht so sehr, dass ich mir jetzt einfach Motive hole und das zu Hause so wegpuzzle. Es muss mich schon richtig, richtig doll ansprechen. Natürlich, das ist wunderschön, keine Frage, aber nicht das Motiv, was ich jetzt so gerne puzzeln würde. 1000 Teile ist auch echt eine Hausnummer, ne? Sehr schön. Dann gibt es hier einen Stadtland-Flussblock. Das finde ich auch voll gut. Aber in meiner Familie mag das keiner mit mir spielen. Deswegen, das geht weiter. Und hier sind so Saatbänder. Das finde ich ja auch toll. Rotklee, Waldbeeren und Zitronenmelisse. Richtig toll. Dann kann man die Saatbänder so in die Erde reinlegen. Das hat leider bei mir noch nicht so gut geklappt mit diesen Bändern. Deswegen geht das lieber weiter. Da hatte ich bisher kein glückliches Händchen mit. Ich hatte mir da fürs letzte Jahr so Gemüsesaatbänder geholt. Da ist aus ganz wenigen nur so Mini-Pflänzchen geworden. Das war nicht so toll. So, dann gibt es hier noch von Real Techniques einen Beauty-Sponge, einen Make-up-Sponge, ein paar Masken. Here comes the sun. Super. Von Juti so ein Doppelpack Lippenmaske und Under-Eye-Patch. Und von Shavens eine Peel-Off-Maske. Dann haben wir hier noch Bücher mit Herz. Das ist, glaube ich, so ein Wärmekissen, ne? Ja. Wenn jetzt eine Heizdecke hier drin gewesen wäre, ne? Die hätte ich genommen. Ich friere ja zurzeit so doll. Aber nee, das hier für draußen brauche ich nicht. Das geht weiter. Dann ist hier noch etwas aus der My Little Box. Ah, eine Kette. Oh, sehr hübsch. Wie kann ich das am besten zeigen? So, eine goldene Kette mit einer Perle und einer Sonne. Sehr, sehr, sehr hübsch. So, hier ist, glaube ich, noch der Rest von dem Katzenspielzeug drin. Das geht, glaube ich, zurück an Anka. Die wollte das mitnehmen nach Moppelhoppel. Das machen wir dann natürlich auch so. Dann ist hier, ich denke mal, ein Duft dran. Oh ja. Destiny. Ja. Ja, das geht schon sehr in meine Richtung. Ne? Es riecht sehr edel. Sehr schön, aber ach, ich habe einfach genug. Hier haben wir einen Umschlag mit Postkarten und Lesezeichen. Durch wunderschöne Karten von Mission Erde. Richtig cool. Mit Autogramm sogar. Sehr schön. Aber da ist nichts für mich dabei. So, hier ist noch so ein Beutelchen. Dose drin. Die hat schon eine Runde hinter sich, oder? Die war schon bei mir, diese Happy Birthday Dose. Aber vielleicht wollte die auch jemand haben. Hier sind zwei Gelstifte drin. Ein Radiergummi. Und was bist du? Eine Kerze. Ah, das ist das mit dem Pfingstrose, ne?
was so viele nicht mochten vom Duft her. Ich habe das in den Videos gesehen, also ich mag den Duft. Ja, ich glaube, die stelle ich mal nach hinten. So, hier ist noch eine Tüte von Shein. Ja, da ist auch Kosmetik drin. Von Balea eine Sprüh-Haarmilch haben wir hier. Von Balea Glossy und Long Haaröl Elixier. Und von Essence Express Nail Dry Spray. Das ist echt nicht so schlecht. Davon habe ich auch noch eins. Aber seitdem ich jetzt ja von Essie die Lacke nehme, die trocknen auch so recht schnell. Also da brauche ich das gar nicht mehr. Und ich bin ja froh für jedes Produkt, das ich spare bei meinen Routinen. Dann habe ich hier noch diese tolle Tasche aus der My Little Box. Beim letzten Mal war ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil die aus Gummi ist und hier so Nopsen sind, wo man aufblasen kann. Und da hat mir jemand erklärt, das kann man als Standkopfkissen nehmen. Das ist natürlich auch echt cool, ne? Tolle Idee. Ich finde den Reißverschluss voll cool. Aber ja, ich bin nicht am Strand. So, hier haben wir, glaube ich, Düfte drin. Nein, hier sind andere Sachen drin. Oh, hier sind so Dekokrams drin. Christmas Sparkles. Das sind so Dekoflaschen mit Glitzer und so einem schicken Etikett irgendwie. And Little Winter Blizzard. Sehr cool. Aber wenn man jetzt irgendwie schön dekorieren möchte und so, richtig coole Idee. Ja, ich weiß ja, Lisa steht auf sowas, ne? Mal gucken. Von Lancôme haben wir hier noch ein Täschchen. Oh, hier ist ein wilder Mix drin. Hier haben wir einmal von Heinz vegan Chili-Mayonnaise. Chili ist nicht so meins. Dann ist hier, ja, hier ist echt ein wilder Mix drin. Das Teebeutelchen, da gucke ich nachher mal durch. Sowie Frozen Cappuccino haben wir hier noch. Korean Red Ginsey Powder Tea. Das sagt mir gar nichts. Schokolinsen. Papierverpackung. Och, hör, die sind ja süß. Aber die sind ja definitiv nicht vegan. Nein. Auch hier drin. Ah, Madras Currypaste. Oh, aber hier steht auch Hot drauf. Ist das dann Hot oder nur Hot? Ah, Currypaste. Nee, 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 nachher ist sie zu scharf. So, dann sind hier noch ganz viele von diesem Tee und zwei Nagellacke. Mega, von Essie. Den habe ich schon und hier ist so ein dunkler Rot-Bordeaux-Ton drin. Der gefällt mir richtig gut. Den würde ich wohl rausnehmen. Bahama Mama. Der ist cool. Birthday Girl, also ich weiß nicht, ob ich genau den habe, aber ziemlich. Ich guck mal eben. Okay, der ist in dem Paket drin und den habe ich. Meiner ist ein bisschen dunkler, aber ja, auf den Nägeln, glaube ich, macht das keinen Unterschied. Also dann geht der auch lieber weiter. Weil dieser hier hat mir echt gut gefallen. So, hier ist noch so eine Tasche aus der My Little Box drin. Oh, die ist sehr gut gefüllt. Hier ist ein Lippenbalsam, so ein medizinischer Lippenbalsam. Perfect Skin Glow Konzentrat. Das habe ich mir letztens aus einer Box rausgenommen. Ha, dann ärgert es mich immer. Warum habe ich es noch nicht ausprobiert? Dann wüsste ich jetzt einfach schon mehr, ob es was für mich ist. Nee, das geht lieber weiter. Das weiß ich nicht so genau. Von Dr. Botanical eine Maske. Von Mudmaski eine Nachtmaske. Dann haben wir hier Badeschaum, Under the Mistletoe und eine reinigende Maske von Merz Spezial sowie eine Black Bean Maske. Das kommt mir jetzt alles sehr bekannt vor, aber ich packe ja auch viele meiner Pakete aus, ne? Von Revolution eine Augenbrauenseife. Super Booster. Mit Niacinamide, ein Serum, Lash Curve, eine Mascara haben wir hier noch. Und auch der Duft kommt mir bekannt vor. Ja, den Duft mochte ich schon beim letzten Mal gerne leiden, aber er geht auch jetzt hier wieder weiter. Vielleicht doppelt sich da auch wieder was bei dem Paket, das könnte sein. Und vom Planet Up ist hier noch ein Monolidschatten drin. So, dann haben wir hier noch eine Glossy Box. Ein bisschen Platz schaffen hier. So. Der ist von Douglas, die Paris Palette drin. Die schaut so aus. Ja, die ist auch noch recht neu. Oder die ist neu. Und von River Loves Me, die Greetings von Lisbon Palette. Die
finde ich ja auch so schön, ne? So tolle Farben, richtig cool. Eine ganz, ganz tolle Qualität, aber die habe ich halt eben auch schon. Wattepads haben wir hier von Evelyn. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Box. Und da müssten dann jetzt ja Kerzen und Wachse drin sein. Und das sieht auch so aus. Boah. Und der Duft, der da rauskommt, Wahnsinn. Ja. Hier kommt auch etwas wieder zu mir zurück und jetzt bin ich etwas unsicher. Das ist hier von Party Light Maulbeere und ich meine, Anka wollte da auch gerne was von haben, hat sich aber nicht getraut, eine Ecke rauszubrechen. Und das haben wir dann erst im Laufe der Zeit besprochen, dass das möglich ist. Von daher packe ich es jetzt nochmal rein, dann kann Anka das auch einmal nämlich testen. So, dann haben wir hier ein ätherisches Öl, Träumsüß von Primavera. Und jetzt muss ich mich dann durch den Rest mal so durchtesten. Von Quingle Candies Cherry Blossom. Das ist so ein weißer Wachs. Angenehm, aber ja, haut mich jetzt nicht ganz so um. Tuscany Candle Apple Pie. Das ist ja nicht so unbedingt meins. Nee. Von Sensi ist hier auch ein Duft drin. Forest Wildflower. Den kenne ich nicht. Oh, sehr parfümiger Wäscheduft. Also ideale Weichspielerduft. Ja, also wenn das eine Packung Weichspieler wäre. Sehr interessant. Chestnut Hill habe ich hier Autumn Day. Ja, der Herbst kommt auch wieder. Das ist auch nicht meins. Oh, schade. Golden Sunset Baby Powder. Was ist das denn für eine Mischung? Golden Sunset Baby Powder. Okay. Also eine pudrige Note habe ich da nicht. Ist auch nicht so meins. Ich bin wahrscheinlich echt ein bisschen eigen. Und hier ist noch Coconut Cotton. Da brauche ich gar nicht erst reinschnuppern. Kokosnuss geht bei mir ja so gar nicht. Und von Miss Curly Wax ist hier noch JV Julius. Nee, da ist heute für mich leider nichts dabei. Aber das ist ja auch vollkommen okay, ne? Es kann ja nicht immer allem alles gefallen. Das ist ja so. So, und jetzt geht es an die Bücher. Hier sind nämlich noch Bücher. Und hier ist erstmal ein Buch eingepackt. Und da steht für Yvonne drauf. Okay, das mache ich als erstes mal auf. Ich habe jetzt gerade so nicht so wirklich eine Ahnung. Habe ich irgendwo was haben wollen? Habe ich irgendwo was gesagt? Es ist ja so, dass die Sachen, die wieder zu uns zurückkommen, die so keiner haben wollte, machen wir nochmal ein Foto von und stellen das halt in die WhatsApp-Gruppe. Und dann gibt es quasi so eine Last Chance. Also jeder kann nochmal sagen, ob er es wirklich nicht haben möchte. Weil manchmal denkt man ja so im Nachhinein, ach, hast du es mal doch rausgenommen. Oder was ich auch recht häufig habe, dass ich denke, ja, du könntest es wohl rausnehmen, aber vielleicht mag es ein anderer noch lieber als du. Und dann würde ich es lieber den anderen gönnen. Wenn es aber dann keiner haben wollte, dann wäre ich doch diejenige, die es nimmt. Und jetzt weiß ich nicht, ob das sowas ist oder was anderes. Ich mache einfach mal auf. Ja, doch, ich weiß. Es ist nicht sowas, aber doch sowas. Oh, mega, voll toll. Vielen, vielen, vielen Dank. Das Buch war noch nicht hier im Wanderpaket. Aber ich glaube, ich habe bei Instagram gesehen, dass es in den Bücherschrank sollte oder irgendwie so. Oh, es ist schon was länger her. Ich kann mich nicht so ganz daran erinnern. Und dann habe ich gesagt, nein, ich wollte mir das schon so lange holen und nicht in den Bücherschrank. Gib mir es. Ja, super. Ich freue mich total. Richtig gut. The Marriott Act. Bis der Tod euch scheidet. Ich weiß, es ist ja so eine mehrteilige Reihe. Ich glaube zu wissen, dass das hier der zweite oder dritte Band ist. Und es ist schon sinnvoll, die alle nacheinander zu lesen. Aber die anderen Bücher interessieren mich nicht so wirklich. Von daher, ich würde nur diesen hier lesen wollen. Und deswegen, freue ich mich da mega drüber. Vielen, vielen, vielen Dank. Geschrieben wurde das Buch hier von John Maas. Und der erste Teil heißt nämlich The One, genau. Ist der nicht auch verfilmt worden? Und ich glaube, den habe ich nämlich auch schon gesehen.
Traust du dich, Nein zu sagen? Verheiratete Menschen sind glücklicher, gesünder und produktiver. Um ihre Bürger zur Ehe zu animieren, erlässt die britische Regierung ein Gesetz, das Verheirateten eine Menge Privilegien verschafft. Bessere Schulen für die Kinder, bessere Kredite, bessere Gehälter, Häuser in besseren Wohngegenden. Dafür muss man nur einen Smart Marriage Vertrag unterschreiben. Doch was bedeutet es, wenn man seine Beziehung einem Algorithmus anvertraut? Im besten Fall ein schönes Leben, im schlimmsten Fall den Tod. Mega Story, oder? Ah, voll gut, richtig cool. Ja, sehr schön. Also The One, ich glaube bei Netflix läuft der. Fand ich schon ganz gut, aber jetzt nicht so gut, dass ich es nochmal lesen müsste. Das sind hier unwahrscheinlich viele Seiten, 550, aber es ist auch groß geschrieben. Also, ja, müsste das machbar sein. Oh, ich freue mich, voll gut. Prima, danke nochmal. Ja, das ist super. Und jetzt geht's weiter mit den Büchern, die im Paket drin sind. Willkommen, Mecklenburgische Seenplatte. Also ich habe gerade echt so ein kleines Déjà-vu. Habe ich das nicht auch schon letztes Mal in der Hand gehabt? Aber vielleicht habe ich es einfach auch nur bei allen anderen im Paket gesehen und bin deswegen ein bisschen verwirrt. Aber ach, ich weiß es auch nicht so genau. Okay, das brauche ich nicht. Paul und Sina auf dem Reiterhof. Bestimmt ein ganz zauberhaftes Kinderbuch. Aber das brauche ich auch nicht. Und dann haben wir jetzt hier noch drei Bücher drin. Einmal dieses hier. Das dunkle Versteck, ein Island-Krimi. Arnaldur Indridason. Okay, das ist ja mal ein isländischer Name, den man aussprechen kann. Erschienen ist das hier im Lübbe Verlag. Übersetzt worden wurde das aus dem Isländischen von Freya Melstedt. Und wir haben hier 360 Seiten. Das geht wohl. Okay. Wenn Dunkles ans Licht kommt. Nach dem Tod ihres Mannes findet Halla eine alte Pistole in der Garage ihres Hauses mitten in Reykjavik. Sie bringt sie zur Polizei. Wie sich herausstellt, stammt aus dieser Waffe der tödliche Schuss in einem lang zurückliegenden Mordfall. Damals wurde ein junger Mann ohne erkennbares Motiv erschossen. Als Kommissar Conroe von der gefundenen Tatwaffe erfährt, ist er alarmiert, denn sein ermordeter Vater besaß eine solche Pistole. Er nimmt Privatermittlungen auf. Er will unbedingt herausfinden, ob der Mord an seinem Vater mit dem neu aufgerollten Fall zu tun hatte. Eine Spur führt zu Gustav, einem Arzt, der wegen grausamen Verbrechen im Gefängnis sitzt. Platz 1 der isländischen Bestsellerliste. Der pensionierte Kommissar ermittelt in diesem Kriminalfall in seinem persönlichsten Fall und wird mit seiner eigenen dunklen Seite konfrontiert. Ach, ich weiß nicht, es könnte ganz cool sein. Man müsste einfach mal so reinlesen, wie der Schreibstil ist, ne? Aber ich glaube eher nicht. Hier finde ich das Cover ja einfach mega interessant. Also das spricht mich ja an. Elternhaus von Ute Mank. Erschienen im DTV-Verlag. Nicht ganz 300 Seiten. Also eigentlich eine schöne Lektüre für zwischendurch. Was es uns bedeutet. Sanne, die nur ein paar Straßen von ihren Eltern entfernt lebt, bekommt deren Alltag hautnah mit. Immer häufiger muss sie helfen, den Eltern wächst das Haus über den Kopf. Und so beschließt sie, dass die beiden umziehen müssen. Als ihre Schwester Petra von den Plänen erfährt, ist sie entsetzt. Wie kann Sanne die Eltern entwurzeln? Das angespannte Verhältnis der Schwestern wird auf eine existenzielle Probe gestellt. Wann sind sie sich eigentlich so unglaublich fremd geworden? Und wie fühlt es sich an, plötzlich kein Elternhaus mehr zu haben? Klug beobachtet und mit liebevollem Blick erzählt Ute Mank von alten Eltern, entfremdeten Schwestern und von einem Haus, das so viel mehr ist als vier Wände und ein Dach. Ja, das könnte sehr dramatisch sein, vielleicht ein bisschen zu viel Drama, aber an sich schon, was mich interessieren würde. Ja, ich glaube, ja, das würde ich mir mal nach hinten stellen. Ja, und dann haben wir hier noch ein Buch drin mit einem wunderschönen Cover. Also es gefällt mir gut. Die Sturmkönige. Jinland, Kai Meier, erschienen im Lübbe Verlag, ist eindeutig ein Fantasy-Buch, 422 Seiten. Wir haben hier auch so Karten drin, ja, das sieht schon cool aus, ne? So 1000 eine Nacht auf jeden Fall, sehr schön.
Die Sturmkönige reiten auf himmelhohen Tornados wie Tarek auf seinem fliegenden Teppich. Am Tag seiner Geburt trug sein Vater ihn auf einem fliegenden Teppich hinaus in den Himmel. Tarek, der beste Schmuggler auf den Himmelsrouten des Orients. Keiner reitet einen Teppich wie er. Bis er draußen im Djinnland, den tödlichen Wüsten zwischen Smarkand und Bagdad, seine große Liebe Mariam verliert. Gebrochen und einsam verdingt sich Tarek bei illegalen Teppichrennen. Doch wie können denn schon auf dem glatten Text so viele Namen drin vorkommen? Das ist ja verrückt. Doch dann will sein jüngerer Bruder Junis die mysteriöse Sabathea durchs Djinnland nach Bagdad bringen. Tarek fürchtet um ihr Leben und stellt sich einmal mehr den Geistern seiner Vergangenheit. Eine mörderische Jagd durch die Wüste beginnt, eine Odyssee auf fliegenden Teppichen mitten in den Krieg zwischen Djinnen und Sturmkönigin. Also, schade. Nee, weiß nicht, catch mich irgendwie gar nicht. Der Auftakt von Kai Meyers neuer Trilogie, Die Sturmkönige. Nee, irgendwie kann mich das so gar nicht catchen. Vielleicht ist aber auch der Klappentext einfach ungünstig gewählt, weil ich glaube schon, dass die Geschichte interessant sein könnte. Aber irgendwie spricht mich das nicht so wirklich an. Ja, okay, das war also das Needful Think Wanner-Paket. Meine Ausbeute ist diesmal wirklich sehr gering, muss ich ja zugeben. Und ich werde auch diesmal anders machen. Ich werde nicht zeigen, was ich reinlege. Diesmal dürfen sich alle überraschen lassen. Aber ich fülle auf jeden Fall ein paar Bücher auf. Ja, und vielleicht auch ein paar Wachse. Muss mal gucken. Kosmetik ist definitiv genug drin. Ich hatte zwar was vorbereitet, aber davon haben wir definitiv genug hier drin. Ja, lass dich überraschen. Schau am besten einfach demnächst bei Anka vorbei. Ankas Geblubber. Ich verlinke dir ihren Kanal, wie eben auch die ganze Playlist zu diesem Wanderpaket und in der Infobox. Anka bekommt das Paket nämlich als nächstes. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo. Das unterstützt mich immer sehr. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.